Herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Ja, dann hat trotz der Trauer ums Kind das Ganze scheinbar noch eine gute Wendung erhalten. Bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie es weitergeht. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin. Ich meine, die haben zwar gesagt, dass das Kind verstorben ist, aber das heißt noch lange nicht, dass das Kind verstorben ist. Ich meine, sie kann ja immer noch die Tochter von ihr sein. Nee, Moment, von da kam ich nicht. Ich glaube, von hier kam ich, ne? Da sind wir mal ganz ehrlich, es wurde nur gesagt, dass sie in Narkose gesetzt wurde und entsprechend wieder wach geworden ist. Und die Eltern haben ihr die Botschaft überbracht. Und die Eltern wollten ja eigentlich die ganze Zeit nichts von dem Kind wissen. Oder die anderen hängen, also die Freunde da von den Eltern, die stecken da drin. Oh, was ist das? Nein! Das ist Kate Walker. Die Tore, sie sind zugegangen. Oh, es muss ja einen Mechanismus geben, der sie öffnet. Wie so oft, Kate Walker. Ja, toll. Geht's noch? Da ist Anna. Da, weiß ich nicht, sind wir jetzt oder was? Keine Ahnung. Oder ist da der Mechanismus? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es doch nicht. Moment, wir sind da runter. Dann sind wir die Treppen hier runter gegangen. Hier. Und dann sind wir hier runter. Achso, hier. Benutzen, ansehen. Ich kann das mit was benutzen? Das war wohl falsch. Ich versuche besser etwas anderes. Nein, ich glaube nicht. Ich brauche jetzt Ihre Augen, Oscar. Natürlich. Rufen Sie mich, wenn ich Sie dirigieren soll. Okay. Okay, dann... Oscar? Ich übernehme das Denken, Sie das Laufen. Soll mir recht sein. Also ich denke mal, dass ich zu dem Kreuz muss. Das heißt, da kam ich ja nicht hoch. Ich laufe den gleichen Weg zurück wie zum Grab, aber ich muss dann nach rechts laufen. Okay, mal gucken, ob ich da jetzt noch hinfinde. Das Problem ist, dass die Perspektive sich ja ständig ändert. Nee, hier rechts. Ja, komm, lauf. So. Nee, Moment, die Treppe runter. Können Sie mich leiten, Oscar? Was würde sie nur ohne mich tun? Ja, aber das Komische ist, ich bin jetzt rechts eine Treppe runter. Ich müsste aber trotzdem... Da komme ich nicht hoch. Aber das ist doch, meine ich, diese Doppeltreppe, wo ich hin muss, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das heißt... Können Sie mir sagen, wo ich bin? Auf die rechte Seite. Also irgendwo hier müsste das dann sein. Da komme ich nicht rum, oder wie? Komme ich denn... Ja, ach, geh doch mal die Treppen hoch. Treppen kann ich nicht hochgehen. Na toll. Ach, hier ist auch nochmal eine Doppeltreppe. Okay. Was? Ah, stopp. Was ist das? Wie kann ich das untersuchen? Da die haben die Totengräber wohl vergessen. Was uns aber nicht weiterbringt. Also hier ist eine... Moment. Das wirkt so alt. Dieser Ort muss Jahrhunderte alt sein. Können wir da rein? Oben gehen? Leiten Sie mich an, Oscar! Mal sehen. Bin ich jetzt... Weil das war jetzt wieder eine Doppeltreppe. Jetzt habe ich zwei Doppeltreppen, obwohl ich... Ach so, Moment. Spitzhacke?
Doch, da muss ich wieder zurück, aber da komme ich nicht hin. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einen Umweg laufen. Da ist was. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Genau, das ist nämlich die Treppe. Das heißt, hier müsste das doch eigentlich sein. Ich habe mich verirrt. Nein, du hast dich nicht verirrt. Hier müsste das eigentlich direkt sein. Die Frage ist nur... Da ist nochmal eine Treppe hoch. Achso, das ist die, wo ich hergekommen bin. Das muss doch genau da sein. Also wenn das dieses X sein soll. Ich weiß ja nicht. Komisch. Muss ich nicht zu dem X hin? Also ich habe mir das jetzt so gedacht, dass ich jetzt die Treppe einmal umgehe und dass ich dann zu dem X hingehe. Hallo? Wieso darf die denn da durchs Wasser laufen? Okay. Unmöglich. Nein. Falsch. Das funktioniert nicht. Okay. Etwas fehlt hier. Haben wir das jetzt auch eingezeichnet? Mechanismus? Nur eine Sekunde. Ach, denn Mechanismus? Ach so, nee, mit Mechanismus. Moment, hier ist Oscar? Echt jetzt? Das heißt, ich bin da direkt in der Nähe? Okay. Jetzt laufe ich hier doch so ein bisschen wie so ein Ochse rum. Stimmt, ich bin hier direkt in der Nähe. Hallo, Oscar. Das X habe ich schon lange gefunden, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich muss also noch ein bisschen weiter suchen. Och, komm. Warum hält die immer an und dann... Kann sie nicht einfach mal den Schritt noch weiter nach vorne gehen? So. Kann ich da vielleicht noch rum? Ist hier noch irgendwas? Plumpsklo? Dazu braucht man einen Schlüssel. Wirkt aber nicht sehr stabil. Kann ich da nicht einfach gegentreten oder so? Darin bewahren die Totengräber wohl ihre Werkzeuge auf. Ah. Kann ich nicht reingreifen oder so? Oder kann ich die Spitzhacke jetzt eventuell mitnehmen, dass ich das Teil kaputt hauen kann? Das müsste ich mal ausprobieren, wenn die sich denn mal bewegen würde. Das möchte sie jetzt hier anscheinend nicht. Dann gehen wir die normale Strecke wieder zurück. So, da können wir nicht. Jetzt ist die Frage... Moment, da war die Spitzhacke, ne? Kann ich die jetzt nehmen? Benutzen kann... Nee, ich kann etwas mit ihr benutzen. Das war wohl falsch. Ich versuche besser etwas anderes. Nein, ich glaube nicht. Ah, toll. Oh, das ist nicht euer Ernst. Ich brauche ihre Augen, Oscar. Melde mich zum Dienst. Mal wieder. Also, da oben sind wir noch nicht gewesen. Das heißt, da gehen wir jetzt mal eben hin und gucken mal, ob da noch irgendwas ist. Weil wir müssen irgendwas finden, denke ich mal, womit wir das aufbrechen können. Hier ist aber auch nichts. Hier kann ich überall nicht hoch. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nun gut. Beim Grab könnte ich noch gucken, aber dann habe ich ja eigentlich alles durch. Die Spitzhacke können wir nicht nehmen. Die Gießkannen helfen uns nicht wirklich.
ist noch was? Ne, da ist die Treppe. Die ist auch blockiert, oder was? Eine Sackgasse. Ich muss umkehren. Okay. Hier kann ich nicht rum. Offenbar nicht. Hm. Also irgendwie, entweder übersehe ich was oder ich weiß nicht, ob ich den Oscar mitnehmen kann, dass der mir irgendwie hilft. Hier oben habe ich ja eigentlich schon alles nachgeguckt. Ja, lauf doch einfach geradeaus, Mann. Kann ich hier dazwischen? Das kann ich, aber das bringt mir nichts. Da habe ich wieder den versperrten Weg. Das soll ja eigentlich genau hier in der Ecke sein, aber... Hm. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe es jetzt gerade überhaupt nicht. Die Namensplakette der Spender finden. Die Namensplakette der Spender finden. Aber ich bin jetzt hier überall durchgelaufen. Ich konnte jetzt auch kein Grab anschauen oder sowas. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht... Wenn das nicht stabil aussieht, wieso kann ich das nicht einfach nur... Braucht man einen Schlüssel. Abbrechen. Wirkt aber nicht sehr stabil. Ist auch kein Schlüssel oder irgendwas, was man so nehmen kann, ne? Hm. Darin bewahren die Totengräber wohl ihre Werkzeuge auf. Greif doch einfach hinein. Oder muss ich Oscar holen und dass der da... Aber ich kann ja nur schauen. Ich kann ja nichts machen, so wie es aussieht. Ich weiß auch nicht, ob ich Oscar holen soll, damit er die Spitzhacke irgendwie... Weil man kann ihn ja nehmen. Moment, was war jetzt hier? Da komme ich unmöglich durch. Ich muss einen Weg drumherum finden. Okay. Das hatte ich, glaube ich, vorher jetzt noch nicht. Aber hier sind ja auch keine Plakette der Namensspender finden. Ja. Ach so, doch, das war dieses eine, was verschlossen war. Das hatte ich doch schon... Ja, keine Ahnung. Ich versuche mal, Oscar zu holen. Aber ob der mir jetzt hier helfen kann? Ich habe keine Ahnung. Ich kann ihn ja auf jeden Fall nehmen. Gut, das kann natürlich sein, dass man ihn nehmen soll, wenn man wieder zurück ist. Moment, bin ich jetzt hier... doch, das ist aber der richtige Weg. Nur, dass ich da jetzt eben doch im Kreis gelaufen bin, oder nicht? Hier ist die Tür, genau. Also, wieder in die Tasche. Ich weiß, Oscar, ich weiß. Offensichtlich nicht, Kate Walker. Dass die Perspektive sich ständig ändert. Das ist so ätzend. Man weiß ja eigentlich, wo man lang muss, aber wenn sich dann immer wieder das Bild von oben nach unten dreht, von links nach rechts, das ist ein bisschen verwirrend. So. Ich denke zwar nicht, dass der helfen kann. Machen wir erstmal die Spitzhacke.
Okay, jetzt kann ich... Aha! Können Sie diese Spitzhacke näher ranholen, Oscar? Natürlich, Kate Walker. Kann ich irgendwie klettern? Geh doch mal ein bisschen schneller. Okay. Jetzt sind wir gewaffnet gegen alle Zombies hier auf dem Friedhof. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Moment, die Toilette war... Die war nicht hier oben, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, die war, glaube ich, unten, weil man unten rumgegangen ist. Meine ich zumindest. Gucken wir mal eben, ob die unten war. So. Ja, genau. Okay, aufbrechen. Wir werden schon wieder zum Einbrecher hier. Ah, das Ding. Ja, das ist eine Kurbel. Sehr schön. Das müsste eigentlich passen. Mehr kann ich hier nicht holen. Ich dachte, was zum Aufbrechen oder so vielleicht noch. Die Frage ist jetzt nur, wo hatten wir jetzt dieses Teil gesehen? Dieses schwarze, war das hier vorne, wo der Blätterhaufen ist? Nee, da kam ich jetzt so nicht rum, ne? Mal gucken. Ach, lauf. Bleib doch nicht immer mitten drin stehen. Ja, genau da. Na komm. Wie lange muss ich das denn gedrückt halten? Yes. Aber die Namensplakette der Spender finden. Ja, der Spender. Ich habe hier keine Plakette gefunden. Da komme ich unmöglich durch. Ich muss einen Weg drumherum finden. Ich bin jetzt hier... Ich verstehe es nicht. Ich bin jetzt hier so oft hin und her gelaufen. Es kann doch nicht sein, dass ich da jetzt eine Namensplakette übersehen habe, oder? Achso, jetzt bin ich... Nee, falsch rum. Ja, lauf doch, Mann. Bleib doch nicht stehen. Hallo. Geh doch mal weiter. Nee, jetzt bin ich genau den falschen Weg entlang gegangen. Ich sage, diese Perspektiven... Hier ist die Tür. Moment, kann man... Nee, das war jetzt nur... Kann man auch nicht mehr dran gehen, ne.
Ja, wenn die sich mal bewegen würde, käme ich hier raus. Sie wirken enttäuscht, Kate Walker. Weswegen? Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber dass Dana Rose ihr Baby verlor und unfruchtbar wurde, widerlegt Ihre Hypothese, dass Sie mit ihr verwandt sind. Oder nicht? Da haben Sie recht, Oscar. Aber ich bin einfach unsinnig optimistisch. Ich wünschte, ich wäre wie Sie, nicht von dummen Gefühlen gelenkt. Danke für das Kompliment. Denke ich. Tut mir leid, das klang anders als beabsichtigt. Ja, kann das sein, dass ich diese Namenspalette vielleicht irgendwo hier finden soll? Diese Ruinen, die sehen aus, als wären sie aus dem Mittelalter oder so. Aber hier ist ja sonst nichts mehr. Ich kann ja wirklich nur noch mit der Bahn zurückfahren, oder? Ich weiß es nicht. Boah, dass sie mitten im Lauf und immer wieder stehen bleiben muss. Ja, das ist nur, wo ich hinfahren kann. Alles in Ordnung, Miss Walker? Achso, das war das mit den Schweden. Kann ich mit ihr noch mal reden? Das muss ein ganz schöner Schock für Sie gewesen sein, nicht wahr? Ja, irgendwie schon. Nee, also die Namenspalette finde ich jetzt nicht. Das Gasthof, da wollten wir hin zurück. Was ist mit Danas Mission? Die mit Leons Widerstandsnetzwerk. Sie nahm keine gute Wendung, Miss. Tatsächlich bin ich darum aus London hergekommen. Oh. Ja, eine Sekunde, Miss Walker. Wo hab ich ihn denn? Wegen des vermaledeiten Sturms steht es in allen Zeitungen. Hier sehen Sie selbst. Sturm. Grabungsarbeiten am Teufelskragen unterbrochen. Ein unerwarteter Sturm hat den Stadtrat veranlasst, die Leichen, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Eis eingefroren sind, in die Berghütte am Silberspiegel zu verlegen. Die gefrorenen Leichen bei der Hütte. Ich habe erst gestern von ihnen erfahren. Meinen Sie... Bisher sind sie noch nicht offiziell identifiziert, Miss Walker. Aber es liegt nahe, dass... Dass zumindest Leon sich unter den Leichen befindet. Ja. Glauben Sie, eine der Leichen könnte Dana sein? Ich nehme an, es wäre nur logisch. Es würde erklären, warum ich nach dieser Mission nichts mehr von ihr sah und hörte.
Doch manche Zeugen sagen, dass Dana den Krieg überlebt und die Widerstandskämpfer von Wagen bis zur Befreiung unterstützt hat. Aber wenn diese Aussagen stimmen, verschwand Dana nach dem Krieg. Was wurde aus Leon? Den Zeugenaussagen zufolge, die ich hörte, kam Leon auf der Mission um, die das Auswärtige Amt Dana aufgetragen hatte. Offenbar durch eine Lawine. Ich bin eine der wenigen noch lebenden Personen, die ihn identifizieren können. Deswegen bin ich hier. Wenn dieser verdammte Sturm nicht wäre, wäre das heute schon geschehen. Was ist mit den anderen Leichen? Den Angaben der Gerichtsmedizin zufolge sind insgesamt 3 Leichen aus dem Eis geborgen worden. Eine, bei der es sich vermutlich um Leon handelt, und 2 andere noch unidentifizierte, ein Mann und eine Frau. Verstehe. Nur nicht entmutigen lassen, Miss Walker. Wir werden erst Gewissheit haben, wenn ich sie vor mir sehe. Sobald der Sturm vorbei ist, können wir los. Wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Ja. Miss Walker, wir sind da. Aber Sie kommen nicht mit, oder? Also, Miss Walker, Sie sind vielleicht nicht mit Dana verwandt. Aber Sie sind ihr ähnlicher, als Sie denken. Also, anstatt zu warten, bis der Sturm vorbei ist und die Leichen offiziell identifiziert werden, Leichen nebenbei gesagt, die seit 6 Jahrzehnten im Eis lagen, werden Sie und damit auch ich den Berg hinaufsteigen, um sie persönlich zu identifizieren? Ich weiß, Oscar, ich weiß. Aber ich brauche Gewissheit. Denn wenn unter den Leichen wirklich Dana sein sollte, dann... wird es für Sie keine Züge mehr geben?
Ja, da sind wir nun, ich glaube, in der Berghütte, wo wir schon mal waren, beziehungsweise davor. Doch bevor es jetzt hier noch ungemütlicher wird und noch stürmischer wird, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Wenn ich bis dahin nicht erfroren bin, heißt das natürlich nur. Ciao!